Pia, wir haben doch jetzt gerade was Verrücktes gelernt hier hinten, gell? Und ja. Pia, stell dich nachher schnell vor, ist Mathelehrerin. Erzähl mal, woher wir uns kennen und wer du bist und wo wir sind. Also wir sind an der Realschule Ichenhausen hier und ich kenne den Gregor von meiner eigenen Schulzeit. Ich war als Schülerin in Oettingen und er kam da an das Gymnasium und hat uns Tricks gezeigt. Und ich war so begeistert, dass ich mir dachte, das sollen meine jetzigen Schüler auch lernen, wie das funktioniert und auch Spaß dran haben. Cool. Und heute bin ich ja bei euch, gebe 4 Vorträge, gell? Ja. Du hast es ja verdankenswerter organisiert. Wie war das eigentlich mit dem Geld? Wie habt ihr das finanziert? Wie viel kostet es denn für euch? Also gar nichts, es ist umsonst. Die Schüler dürfen einfach so kommen, es kostet für niemanden was. Und abends kann die Schule sogar noch Geld verdienen. Wir kriegen das Eintrittsgeld. Das ist cool. Also, kannst du das anderen Schulen empfehlen, mich zu buchen? Auf jeden Fall. Cool, würde mich freuen. Danke vielmals. Übrigens, diesen Trick da, das war, sie hat eine dreistellige Zahl gelernt, sogar eine vierstellige Zahl gelernt, miteinander zu multiplizieren, im Quadrat zum Beispiel. Und das geht blitzartig. Und ihr hättet sie sehen sollen, sie hat gestaunt wie ein Marienkäfer. Und ich finde das immer cool, wenn Mathelehrer beim Rechnen noch staunen dürfen. Und was glauben Sie, wie die Schüler? Wir hatten heute Zwischenapplaus bei Mathe. Hast du auch selten in der Klasse, gell? Ja, selten. Genau, noch nie. Und das macht so Spaß. Okay, tschüss zusammen.